Mein Name ist Christian Avey und ich denke, ihr wisst es alle, ich bin Zauberer. Ich habe dann jetzt mal so ein bisschen aufgeräumt und habe dann mal so Folgendes wiedergefunden. Ja? Das ist mein Diplom, sag ich jetzt mal, das ich bei Wirrwarr 2017 mitgemacht habe. Das war die längste Varieté-Show der Welt. Ja, in Würzburg, daher der Name Wirrwarr, wurde dann im November 2017 versucht, eine Varieté-Show auf die Beine zu stellen, die 5 Tage vom 21. bis 26. November ohne Pause, ohne Unterbrechung dauern sollte. Die Idee war eben, den indischen Weltrekord zu brechen und das hat geklappt. Das hat echt geklappt. Während 5 Tagen im Westen waren dann dauernd Künstler ohne Pause aufgetreten und ich war einer davon mit einer 10-minütigen Zaubershow. Und war auch echt lustig. Hat sehr viel Spaß gemacht. War ein bisschen jetzt zeitmäßig chaotisch, um ehrlich zu sein. Ich sollte zwischen 19 und 20 Uhr auftreten. Habe auch vorhin in meinen Notizen nachgeguckt. Das war am 23. November, Donnerstag. Ich sollte dann eben abends auftreten. Und das wurde dann 2-3 Stunden später als geplant. Das heißt, man hat dann doch so ein bisschen rumgehangen und so. Das war jetzt nicht so cool, aber schlussendlich war es doch eine lustige Sache. Und würde es auch ehrlich gesagt wieder machen. Und das wurde auch damals aufgezeichnet. Vielleicht gucken wir uns dann einfach mal die Vorstellung an, die 10 Minuten. Aber bevor wir das machen, klickt ihr runter, abonniert meinen Kanal, damit ihr auch wieder eine kleine Benachrichtigung kriegt, wenn so ein tolles Zaubervideo online geht. Und vergesst auch nicht, einen Daumen hoch zu geben, wenn es euch gefällt, und einen Daumen runter zu geben, wenn es euch nicht gefällt. Okay, dann legen wir jetzt mal los. Den Applaus seines Lebens geben, dass er sagt, das war's derart wert. Er macht Zauberei, er kommt aus Luxemburg. Hier kommt für euch Christian Lavey. Wir haben wirklich keine Zeit. Ton klappt. Gucken wir schnell, ob auch das Licht klappt. Dafür habe ich hier das kleine blaue Tuch mitgebracht. Das könnt ihr ja alle sehen, das kleine blaue Tuch. Ja, gut. Ja, ist ein bisschen zerknittert. Ich bin in Scheidung und ich muss dann selbst bügeln. Das hoffe ich immer dahin, wie ihr seht. Ja, meine Frau ist mit meinem besten Freund abgehauen. Und ich kann euch sagen, er fehlt mir sehr. So. Also ich nehme dann hier das Tuch. Ihr seht alle das Tuch. Ihr seht das Tuch. Ihr seht das Tuch. So, das Tuch seht ihr jetzt natürlich nicht mehr. Und warum? Weil es nicht mehr da ist. Ist ja klar. So, vielen Dank. So schnell gehen 10 Minuten um. Na gut, und jetzt schnell wieder das Tuch. Und... Jeder Zauberer macht was mit Karten. Ich mache hier keine Ausnahme. Ihr habt es schon gehört, ich komme aus Luxemburg, daher das komische Deutsch, das sonstige Deutsch. Darf ich switchen, auf die Bühne zu kommen? Ich habe nur 10 Minuten, dafür nehme ich jetzt erst Besten. Okay. Applaus. Ja, darf ich dich stürzen? Okay, ich habe gesagt, wir machen einen Kartentrick. Ich gebe dir daher auch ein Kartenspiel. Würdest du mit die Karten rausnehmen? Ich habe das Spiel schon geöffnet, weil wir ja nur 10 Minuten haben. Gut. So, ich lege die Schachtel schnell hin. Würdest du bitte die Karten mischen? Und die Art und Weise, wie ein Mensch die Karten mischt, sagt viel über seinen Charakter aus. Zum Beispiel, Zauberer mischen die Karten. So. Indus mischen die Karten. Tun. Ja, wir haben jetzt Minuten dafür noch ganz schnell. Spanier mischen die Karten so. Und Junggesellen mischen die Karten so. So. Das ist auch der Grund, warum ich jetzt nach 21 Uhr aufgehen darf. Das Problem ist, wenn du einmal Zauberer bist, dann will niemand mehr mit dir Karten spielen. Weißt du warum? Du hast ein Kartenspiel in der Hand. Hast aber noch ein ganzes Kartenspiel hinter der Hand. Du schmeißt die Karten weg, hast ein Kartenspiel in der Hand, schmeißt die Karten weg, hast aber immer noch Karten hinter der Hand. Und auch die Karten in der linken Hand, wenn du die machst, sind die weg. So. Sind die Karten gemischt? Ja. Gut. Wähle bitte eine Karte aus, das zwei war. So. Ich gebe dir einen Stift. Würdest du bitte ganz schnell Namen auf die Karte schreiben, auf die Bildseite.
Kannst du auch dem Publikum Karte zeigen? Hat es einen kurzen Namen? Ja. So, nehmen wir das Kartenspiel wieder und den Stift auch. Gut. Nochmal hier die Ecke. So, was wir jetzt machen. Wir machen so, ich gebe dir das Kartenspiel, du mischst es noch einmal. Ich suche hier inzwischen das nächste Ding, was ich brauche für den Trick. So, einen Augenblick. Okay, tja. Bist du bereit? Also, stell dich bitte hier hin. Wir machen Folgendes. Ich sage, wirf. Du wirfst die Karten in die Luft. Ich werfe das Messer auf dich. Du fängst das Messer auf. Und wenn alles klappt, dann ist deine Karte auf dem Messer. Bist du ein bisschen skeptisch? Okay, ich sehe, du bist ein bisschen skeptisch, dann machen wir so. So. Ja, er hängt in der Tiefe auch recht gut. Aber ich nehme noch, ach hier, natürlich eine Schutzbrille, damit nichts in die Augen kriegt. So. Du hast ja schon eine an. Nee, ist jetzt jemand da, der vielleicht Interesse daran hätte, dass du nicht aufgespießt bist? Ja. Nein. Nein, nicht. Deine Frau, Freundin? Könntest du auch bitte rüberkommen? So, also mach es folgendermaßen. Bitte nimm die Karten, stell dich hier hin. Hier, bitte. So, du hast jetzt die Hände frei, das heißt, du kannst die Hände hier so nehmen. Was wir jetzt machen, ich sag, wirf die Karten. Dann wirst du die Karten vors Brett. Okay? Einfach so. Also nein, du wirfst die Karten und bringst dich in Sicherheit. Das bedeutet, nicht vor das Brett laufen. So, ich habe nur noch eine kleine Frage, eine ganz kurze Frage, hat jetzt nichts mit dem Trick zu tun. Ist ein Arzt hier im Raum? Krankenpfleger, Altenpfleger? Veterinär? Nein, jetzt im Ernst. Ihr braucht keine Angst haben, du auch nicht. Ich habe das schon oft gemacht und ich bin mir sicher, eines Tages wird es klappen. So, okay. Also, ich sage wirf, du wirfst die Karten und ich muss dann laufen. Ganz einfach. Und du einfach nur cool stehen bleiben. So. Hättest du nicht damit rechnen können? Bist du bereit? Gut. Bist du konzentriert? So. Okay. Fünf. Security, schmeiß raus. So, also, wir machen es folgendermaßen, wir haben noch 3 Minuten, ich erkläre euch ganz schnell einen Trick. Ja. Ja, da hat die Aufnahme irgendwie abgebrochen, die letzten 2-3 Minuten von der Vorstellung, und das tut mir auch leid. Aber ich denke, den Hauptteil habt ihr dann doch gesehen und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, mir hat das jedenfalls sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich würde es jedenfalls nochmal machen. Ja, ich denke, ihr solltet dann jetzt auch bitte den Kanal abonnieren. Unten klicken, abonniert diesen Kanal. Und dann hoffe ich auch, dass wir uns bald wiedersehen. Bis dann. Tschüss.